Tierfreundinnen und Tierfreunde. Für die am vergangenen Freitag vorgestellten beiden Jungkatzen hat sich leider niemand interessiert, also müssen sie weiter in Gefangenschaft ausharren. Da geht es ihnen wie vielen anderen Katzen im Tierheim Arche Noah. Auch heute stellen wir wieder drei gestrandete Katzen vor. Tierheimleiterin Katrin Matthies hofft, dass sie auf diesem Weg von ihren Besitzern oder Nachbarn schnell erkannt werden. Den Anfang macht ein schöner, großer, unkastrierter schwarzer Kater, der am 6. Oktober in Gotha West in der Otto-Geithner-Straße gefunden wurde. Der Schwarze wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt und war vielleicht auf Brautschau unterwegs. Er hat in den Ohren weiße Puschel und auch ein etwas längeres Fell. Er ist menschenbezogen, mag jedoch keine Artgenossen. In der Quarantäne, wo mehrere Katzen nebeneinander leben müssen, gefällt es dem Einzelgänger gar nicht. Leider muss er dort noch eine Weile bleiben, wenn ihn seine Besitzer nicht so schnell wie möglich befreien. Als zweites stellen wir ein getigertes Katzenmädchen vor. Sie wurde am 10. Oktober in Gotha in der Ahrenstraße gefunden. Sie hielt sich auf einer Terrasse auf und nachdem sie gefüttert wurde, ging sie natürlich nicht wieder weg. Das Tigerchen wird auf ungefähr 1 Jahr geschätzt und sieht sehr gepflegt und gut genährt aus. Nummer 3 ist ein kleines getigertes Katerchen von ungefähr 1/2 Jahr. Er wurde am 1. Oktober in Buffleben in der Karl-Marx-Straße gefunden. Da auch dieses Katerchen noch nicht kastriert und schon geschlechtsreif ist, könnte auch er sich auf Brautschau begeben haben. Er ist sehr zutraulich und verschmust. Vielleicht wird er ja schon sehnlichst vermisst. Sollten sich für die 3 Leidensgenossen keine Besitzer melden, sollen sie so schnell wie möglich an liebe Katzenfreunde abgegeben werden. Für Katzen, die es gewohnt waren, in Freiheit zu leben, sind die Begrenzungen im Tierheim sehr schlimm.